Hallo und willkommen zurück zur neuen Let's Play. Quantum Break. Technisch gesehen der Nachfolger von Alan Wake, stammt zumindest vom gleichen Hersteller von Remedy, die auch Control gemacht haben und das findet irgendwie im gleichen Universum statt. Ich habe aber keine Ahnung, wie das irgendwie funktionieren soll, weil Alan Wake hat ja irgendwie noch Sinn ergeben, aber ich weiß nicht, wie Quantum Break irgendwie da reinpassen soll. Aber das ist egal. Wir fangen einfach mal an und gucken mal, wie das irgendwie sinnvoll einzubauen ist. Und legen erstmal los. Ich würde sagen, ich spiele auf nur auf normal, bevor es irgendwie zu schwer wird, nicht wahr? Da steht ein neues Pilot. Ja. Ich habe nur so einen kleinen Technikanfang gemacht. Fangen wir mal an. Mal gucken, was da rumkommt. Riverport University Experiment, Teil 1. So, müssen wir Notizen machen hier. Quantum Break Einsichten. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Die Zeit ist Todesursache Nummer 1. Sie kriegt uns alle. Was Sie wissen müssen ist, die Zeit ist zerbrochen. Ein wachsender Riss führt zum Ende der Zeit. Und wir suchten was, um es in Ordnung zu bringen. Aber es ging schief. Paul Serene konnte uns aufhalten. Er hat Superkräfte. Jack? Wie ich auch. Wir versagten. Jack. Und natürlich gab es Zeitreisen. Jack. War das jetzt zu schnell? Okay. Was besprechen wir als erstes? Sagen Sie es mir. Nochmal von Anfang an. Als Sie zum ersten Mal zur Riverport-Universität kamen. Ich kam nach Hause, um meinen Freund Paul Serene zu sehen. Er wollte mir zeigen, woran er gearbeitet hatte. Mein Bruder Will war Wissenschaftler. Er war auch beteiligt. Paul meinte, es würde die Welt verändern. Er hatte recht. Wow. Hey, Mann! Pass auf, wo du hinfährst! Fick dich! Verschwinde von der Straße! Schlampe. Die Riverport-Universität. Wir sind da. Hey. Danke, Kumpel. Kein Problem. Sie waren 6 Jahre weg. Paul und ich waren in Kontakt geblieben, aber mit Will nicht wirklich. Vieles hat sich verändert. Wie hat sich das für Sie angefühlt? Ich war glücklich, Paul wiederzusehen. Hier ist so ein behinderter Unschärfefilter drauf, ne? Moment, ich muss mal kurz gucken, ob wir was gegen tun können. Das Menü ist übrigens total weiß, was auch mal eine komplett andere Qualität ist. Filmkörnung. Ich weiß nicht, was sich Leute dabei denken. Wir haben digitale Technik. Alles ist super. Und jetzt hauen wir welche Scheiße da drüber, damit es wieder kacke aussieht oder was? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Was soll denn das? Was hochskalieren? Wir müssen das nicht hochskalieren. Nein, nein. Hä? Ben würde ich runterskalieren wollen. Hä? Ich will nicht hochskalieren. Sieht das dessen alles so unscharf aus? Ah, wesentlich schärfer. Ich würde gerade sagen, hier bei der 3080 werde ich ja wohl keine Probleme haben, dieses Spiel hier irgendwie in 144 FPS zu betreiben. Ich habe übrigens überlegt, ob ich das, ob ich mal damit drüber experimentiere. Ich sollte zu Paul gehen. Ja, gleich. In 30 FPS ganz normal zu streamen, aber in 60 FPS aufzunehmen. Das soll einfach funktionieren. Wer ist er denn hier? Kann ich mit Leuten Guten reden? Morgen. Martin Hatch. Ich notiere mir natürlich wie immer alle Namen. Was Sie auch wollen. Ich habe keine Zeit dafür. Ja. Ist das eigentlich Watson? Nee, ist es nicht. Also ich weiß nicht, wie der ist. Ich bezweifle, dass er hier draußen ist. Ich gehe besser auf den Campus. Ja, zum Beispiel dieser hochmodernen Einrichtung hier vielleicht. Was ist hier los? Join the protest?
Aber warte mal, ich kann ja hier draußen noch an. Der hat auch so ein Zeichen, mit dem ich reden kann, oder? Was hat er? E. Harte Nacht gehabt? Ach, ist doch jetzt auch alles völlig scheißegal. Stargazer? Ah ja. Die haben keinen Jägermeister, sondern die haben Stargazer. Das ist ja auch nicht schlecht. Was ist das hier für ein Protest? Conserve Library? Hey du, unternimm etwas, sofort! Monarch Solutions will den Stolz der Riverport University abreißen. Die wunderschönen und historischen Bibliotheken, der sich zahlreiche Generationen Wissen angeeignet haben, sie ist Teil unseres kulturellen Erbes, aber es ist ihnen völlig egal. Willst du dich damit abfinden? Natürlich nicht. Und zunimmst du etwas dagegen? Selbstverständlich. Zuerst kannst du online gehen und unter Save the Library Dampf ablassen. Ich werde nur dann von der Sache Abstand nehmen, wenn der Druck der Öffentlichkeit zu groß wird. Zweitens kannst du an unserer Demo teilnehmen, die am 8. Oktober an der Uni stattfindet. Zeigen wir ihnen, dass es noch Menschen in Riverport gibt, denen nicht alles egal ist. Also wir sind am 9. Oktober, das ist ein Tag später schon. Handlungsobjekte, tief in die Geschichte umgegangen, aber jetzt doch. Ja, gut, das kennen wir alles schon, ne? Oh, ein Anruf. Paul, Jack. Ich bin gerade auf dem Campus angekommen. Wo steckst du? Wie schön, deine Stimme zu hören. Wenn du den Innenhof erreichst, dann schau nach rechts. Dort siehst du das schicke Physiklabor, in dem die Lichter an sind. Ich treffe dich dort drin. Ich freue mich so. Du hast mir immer noch nicht gesagt, worum es hier geht. Ich weiß. Bis gleich. Warum um 4 Uhr nachts? Warum nicht bis zum Morgen warten? Paul war schon immer etwas dramatisch. Das ist ziemlich unheilvoll. Was auch immer es mir sagen soll. Vor allem um 4 Uhr nachts, ne? Tolle Demo. Hä, liegt ein Handy, kann ich das klauen? Ich glaube, ich höre Musik am Horizont. Aber die zelten hier sogar. Sehen alle amerikanischen Campi so aus? Weil ich weiß, dass der in... wie ist es denn? Das Spiel mit den Zeitreisen, mit den Butterfly-Effekt. Mit Acadia Bay. Das Adventure. Mit Max Clawfield. Da sah das doch genauso hier aus. Und das ist die Map in Rainbow, wo es auch um diesen Universitätshintergrund geht, Bartlett, die sieht auch so aus, mit genau dieser Gebäudeart. Ist das einfach so ein Ding oder ist das einfach, oder sieht Yale oder irgendeine andere Elite-Uni so aus und dessen bauen die jetzt immer in Spielen genau diese Uni nach? Die Monarch-Probleme beenden. Seit Jahren kauft Monarch Solutions Riverport Stück für Stück auf. Sie überrollen kleine Geschäfte und die örtliche Kultur, um ihre Unternehmensherrschaft zu festigen. Am 9. Oktober wollen sie die historische Bibliothek der Riverport University abreißen, um Platz für von Monarch finanzierte Forschungszentrum zu schaffen. Sie sind zu weit gegangen. Schnauze voll davon, wie Monarch Solutions die Stadt in ihr Unternehmensmonopolie verwandelt. Wir auch. Es wird Zeit, diesen Austausch von Kultur für Profit auszuhalten. Es wird Zeit, Monarch aufzuhalten. Am 8. Oktober, 19 Uhr, brauchen wir Hilfe, um ihr Bewusstsein für den schändlichen Taten von Monarch unter die Leute zu bringen. Schließen sich unsere Protesten am zentralen Innenhof an. Schlagen Sie ein Lager auf und genießen Sie die ganze Zeit Nacht Musik. Sagen Sie es auch Ihren Freunden. Kontaktieren Sie für weitere Informationen Amy Ferrero. Bei diesem Event ist Alkohol verboten. Ach ja, diese brüden Amis immer mit. Ach ja, ich erinnere mich. Amy Ferrero. Ich weiß sowieso nicht, wie das Spiel ist. Mann, ich komme nicht drauf. Das nervt mich gerade. Hey, you take. Take action. Das haben wir schon gelesen. Hey, wo geht es hier zum Physiklabor? Alter, ernsthaft? Eine riesige Metallschildkröte hinter mir. Komm zu verfehlen, Mann. Danke. Die riesigen Metallschildkröte. Ja, da, wo wir auf jeden Fall als letztes hingehen, ich kenne mich ja schon. Schatz, können wir jetzt nach Hause? Alkohol verboten, so. Ausgang für das Seminar von Sophia Amaral. Gastseminar Dr. Sophia Amaral, Donnerstag, 7. September, 19 Uhr, Henry Kim Saal. Dr. Sophia Amaral, die kürzlich zur Leiterin der Physikalischen Forschungsabteilung bei Monarch Solutions ernannt wurde, wurde sehr von einem Sohn der Stadt Riverport, Dr. William Joyce, inspiriert und hat sich jetzt der Erforschung der praktischen Anwendung von Chronopartikeln verschrieben. Ihre Präsentation wird die Entwicklung von Chronopartikelforschung beleuchten. Im Anschluss findet eine Fragerunde statt mit dem Schwerpunkt Karriereratschläge für angehende Physiker. Warte mal, also William Joyce ist einer der Vater der Stadt. Und er hier heißt John Joyce, Jack Joyce, ne? Da gehe ich mal sehr davon aus, dass der Name nicht zufällig ist, oder? Chronopartikel. Also ich weiß, dass es in dem Spiel irgendwie um Zeit geht. Aber... Oh, wir haben 3 von 16 Handlungsobjekte gefunden. Es geht gut voran. Ich glaube, die mögen Monarch nicht. Ich mochte Monarch auch nicht. Comic Fest Riverport 2010?
Warum steht die Stadt? Komm, Amy, lass gut sein für heute. Es ist niemand mehr da, den du überzeugen kannst. Amy Ferrero? Die ist immer noch dabei? Die Proteste schienen völlig aussichtslos. Das machte mir die Studenten sympathisch. Also hier wird laut erzählt, ne? Also noch sind hier auch noch Leute. Ich mag das übrigens, dieses warme Sommerdings, wenn nur noch wenige Leute draußen sitzen, meistens nur Festivals. Please go around. Hey, hier ist Bobby Redford am Ende seiner Nachtschicht. Wie geht es Ihnen da draußen, Bewohner von Radios? Sind Sie noch unterwegs? Wachen Sie gerade auf? Oder gehen Sie zu Bett? Vielleicht schlafen Sie ja schon. Könnte ich Ihnen nicht verübeln. Es passiert momentan sowieso nicht viel in der Innenstadt. Außer Sie sind auf dem Campus der Riverport-Universität, wo noch immer heftig gegen Monarch Solutions protestiert wird. Monarch möchte nämlich die alte Campus-Bibliothek abreißen und ein brandneues Gebäude hochziehen. Ist das, das die Campus-Bibliothek, das Gebäude daneben, was bis quasi reinwächst? Und Monarch nicht noch einen weiteren Teil Riverports für sich vereinnehmen darf. Ich persönlich stehe auf der Seite der Aktivisten. Ich bin sicher, dass Monarchs neues Gebäude bestimmt groß und glänzend wird. Aber ehrlich, da scheiße ich drauf. Ich liebe diese alte Bibliothek, auch wenn sie etwas marode ist. Ich mag, wenn etwas Charakter hat. Und Monarch, verdammt, die haben so viel Charakter wie ein brandneues Smartphone. Von mir aus können sie mich ein Hipster oder sowas nennen. Ich finde einfach, dass man kein klugscheißer Arschloch mit Bioturnschuhen und einer ironischen Frisur sein muss, um ein nettes Restaurant mit Persönlichkeit einem weiteren Kettenrestaurant vorzuziehen. Aber so sehr es mir wehtut, das zu sagen. So, das ist da vorne Amy, die sich um alles bemüht hier. Ist sie das? Wenn du zu dieser Studentenverbindung gehörst, gut gemacht, wir werden aufgelöst. Hey, ich komme in Frieden. Ich treffe mich hier nur mit einem Freund. Um 4 Uhr morgens? Ja, ich weiß. Nun, wir leisten Aufklärungsarbeit in Sachen Monarch Solutions. Wenn du wissen möchtest, was sie so auf dem Kerbholz haben, dann frag mich einfach. Oh, kann ich wirklich Fragen stellen? Gut, klär mich auf. Okay. Was würdest du davon halten, wenn ein Monopolunternehmen deine Lebensgeschichte komplett durch den Dreck ziehen würde? So viel zu Smalltalk. Gut. Denn die schicke Bibliothek dort drüben ist über 100 Jahre alt. Sie gehört zum historischen Erbe der Stadt. Und Monarch Solutions hat vor, sie morgen abzureißen. Möchtest du wissen, warum? Wir haben eine Grafik mit allen Details. Weiß nicht, Platz brauchen wahrscheinlich? Jetzt müssen wir vor und zurücklaufen, um sie wieder anzuklicken. Oder? Nee. Hier, sieh dir die Grafik an. Ich muss die Grafik wirklich anschauen, das ist... Monarch reißt die Bibliothek ab, um ein weiteres Forschungslabor zu bauen. Ah, und wofür das alles? Du wirst es mir sicher gleich sagen. Um ihre Konzernagenda durchzusetzen. Schau dir diese Zahlen an. Nach und nach übernehmen sie die Stadt und niemand will es wahrhaben. Sieht nicht gut aus. Hey, ich muss mich jetzt mit meinem Freund treffen, aber gib den Kampf nicht auf, okay? Na gut, viel Spaß mit deiner Affäre. Nicht ganz. Der hätte ja fragen können, wer der Freund ist, ne? Ich komme nicht drauf, wie dieses Spiel ist. Das macht mich fertig. Mit Max Caulfield. Expose the lies, find the truth. Oh. Ganz schön großer Flachbildfernseher, ne? Komm, jetzt kommt das wieder in die Brick. It's an ocean. Ah, doch kein Night Springs. He's been gone for 5 years. Dark matter and dark energy constitute over 95%. Hey, das ist doch ein Wake. Und das ist bestimmt sein Kumpel, der Agent. A speck of light floating in an endless ocean of darkness. Und das ist doch die Fackel. Der Klicker. Every story finds its writer. Das ist nicht Elbe. Aber diese Betonwände-Dingens hier. Alex Casey ist es. Wake has a bloody knife in his hand. The light of the flashlight. He smiles and looks at Swift. He lies in the blood of his face. Eyes staring.
Hey, heißt Return nicht Alan Wakes zwei Nachfolger von Departure? All of us have two faces. The one we wear for all to see and the face that lies beneath in the dark. Okay, es könnte vielleicht doch einen Zusammenhang geben, nicht wahr? Kann ich den Typen irgendwie aufwecken? Naja. Vor allem richtig mächtigen Rechner dahinter. Das will man noch nicht. Liegt hier vielleicht auch unter. Ne, Physik-Enklopädie. Ich weiß nicht, ob wir heute irgendwann nochmal dazu zum Zug kommen hier, ne? Ah, ich glaube, ich kann es nicht mehr vermeiden, die Hauptquest weiter zu spielen. Paul war schon immer erfolgshungrig. Vom Erfolg getrieben. Er hat es auf eine ganze Reihe dieser junge Unternehmer des Jahreslisten geschafft. Und jetzt koordinierte er ein riesiges Projekt an der Universität. Für ihn war das eine große Sache. Hey, die Demo ist vorbei. Ab nach Hause. Liam Burke. Deshalb bin ich nicht hier, Chef. Sie brauchen nicht den Wachmann rufen. Arschloch. Ich glaube, er mag mich nicht. Bin ich noch wieder kennenlernen bin? Wo ist Ihre Uniform? Was war das? Kommen Sie schon. Ich erkenne Wachleute, wenn ich sie sehe. Sicher, dass Sie hier rumschnüffeln wollen? Sollte das eine Drohung sein? Echt niedlich. Gehen Sie einfach weg. Liam Burke, ein Monarch Security Officer. Unser erstes Treffen war geradezu herzlich, wenn man bedenkt, wie unser nächstes Treffen ablief. So, jetzt kommt wieder die Retro-Perspektive von außen. Ja, das ist schon wieder hier dieser Brutalismus, ne, mit diesen riesengroßen... Also wir schaffen es nicht rein, heute mehr. Ich schaff's wirklich, die erste Episode damit zu verbringen, nicht die Hauptquest anzufangen. Ach, schön. Ich bin sehr stolz. Denken an Dr. Kim. Denken an Dr. Henry Kim, PhD. Oh, der ist heute gestorben, also dieses Jahr. Unser geschätzter Freund und Kollege Henry Kim, PhD, ist am Freitag, den 12. Februar 2016, im Alter von 50 Jahren verstorben. Als Professor an der Riverport University wurde Dr. Kim für seinen unermüdlichen Einsatz in seinem Forschungsfeld und für seine Studenten gelobt. Sowohl Dr. William Joyce als auch Dr. Alton Meyer, deren Forschungsanstrengungen schließlich zu Entdecken des Meyer-Joyce-Feld führten, waren seine Studenten. Später machte er sich als Leiter der physikalischen Forschungsabteilung bei Monarch Solutions einen Namen. Er behielt auch weiterhin seine Position und trug sehr zur Forschung an der Riverport University bei, wobei er seinen Dienst für die Entwicklung vom Projekt Promenade zur Verfügung stellte, dessen Grundlagen die Entdeckung seiner Studenten bildete und an dem er bis zu seinem Tod arbeitete. Er arbeitete bis zu seinem Tod an dem Projekt. Darf ich davon ausgehen, dass er im Zusammenhang von Project Promenade zu Tode kam? Das verrät ganz schön viel für den öffentlich Einsehbar, das Dings, ne? Hm. Oh, Pause für von mich. Bescheidenheit keine Spur. Was, Paul? Jetzt ist man immer schon wieder aussieht. Riverport University Angestellter am Schlaglicht. Schlaglicht? Nicht Rampenlicht? Sie haben wirklich Highlight mit Schlaglicht übersetzt. Paul Serene, Projektleiter. Mit einer erfolgreichen Vergangenheit, voller äußerst profitabler Geschäftsunterfangen, schloss sich Paul Serene 2010 der Riverport University an, um eines der bedeutendsten physikalischen Forschungsprojekte zu leiten, das jemals in der Universität stattgefunden hat. Er ist der jüngste Projektleiter in der Geschichte unserer Universität und bis heute mit Abstand der erfolgreichste. Seine Beteiligung hat geradezu eine Flut an Unterstützung durch profilierte Investoren ausgelöst, was zu einem ambitionierten, bisher jedoch nicht enthüllten Quantenphysikprojekt geführt hat, das den Namen Projekt Promenade trägt. In seinen eigenen Worten. Ich selbst bin kein Wissenschaftler, daher hat es viele vielleicht überrascht, dass ich gekämpft habe, um die Stelle als Projektleiter der Entwicklung hier in der Universität zu erhalten. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Als Heranwachsender war mein bester Freund der Bruder des berühmten Quantenwissenschaftlers William Joyce. Ich war schon immer von Williams Arbeit fasziniert und seine Publikationen zwischen 1997 und 99 waren bahnbrechend für die wissenschaftliche Gemeinschaft. Als Geschäftsmann war es mir möglich, dabei zu helfen, den Pfad zur Erschaffung praktischer Anwendung von Williams Arbeit zu formen, indem ich auf der Basis aufbaute, die er mit einer Gruppe äußerst talentierter Wissenschaftler geschaffen hat. Das war die Grundlage für das Projekt Promenade und die Ergebnisse sind absolut revolutionär. Paul Serenes Lieblingsteam sind die Riverport Waxes. Man kann bei ihnen jeden Spiel in der ersten Reihe finden. Go Waters. Gibt es noch mehr Schilder hier, die ich lesen kann? 8 von 16 Handlungsobjekten. Na gut, die restlichen sind nicht verschwendet. Na gut, dann wollen wir wohl mal reingehen in das Myers Physik Research Center. Beim nächsten Mal.